Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von mir, dem Max, auf MasterLP. Heute seht ihr meine Fresse etwas größer. Wir snacken uns jetzt ganz kurz mal ein Auto, was halbwegs okay ist. Das hier nicht. Das hier zum Beispiel sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hey, nicht überfahren. F steige ich ein, oder? Ja, genau. Ich habe schon ewig kein GTA mehr gespielt. Mein Plan ist es, heute eigentlich ein bisschen darüber zu reden, was denn noch so ansteht. Ich möchte auch das hier ganz kurz etwas leiser machen. Einstellungen, Audio, alles so ein bisschen leiser. So. Zurück. Alles klar. So, heute geht es um die Gamescom erstmal zum Anfang, denn ich bin dieses Jahr wieder auf der Gamescom. Ich bin in Köln vom 2. bis zum 9. August und ich habe länger schon GTA mal gespielt. Und ich wollte euch eben nur einladen. Wenn ihr Bock habt, dann kann man sich gerne mal treffen. Schreibt mir am besten einfach mal auf Facebook auf meiner Page Mad Max Master. Wann ihr in Köln seid und es muss ja nicht mal auf der Gamescom sein, man kann sich ja auch so treffen irgendwo. Ein bisschen schnacken, ja, ich bin da mit meinen Kumpels unterwegs und es wird ziemlich cool und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da gerne sagen, hey, sag mal, wie sieht's aus, was machst du denn dann und dann und wenn ich dann sage, ja, nichts und bla bla, dann kann man sich da gerne mal treffen. Denn ich hätte Bock, mit ein paar Abonnenten mal zu quatschen. Alles klar, Max, du hast anscheinend voll drauf gerade. Das ist so viel zu Köln, so ganz grob. Es gibt eigentlich echt nicht so viel zu sagen. Ich bin Donnerstag, Freitag und Sonntag auf der Gamescom, Samstag nicht. Ich habe dieses Jahr kein VIP-Ticket. Das erste Jahr, wo ich kein Presseticket habe, das ist echt, wird bestimmt interessant, weil es ist immer cool, wenn man mit Presseausweis dann in die Business Area reingewandert ist. Da hat man sich schon immer dickere Hoden gehabt, einfach mal für kurze Zeit. Und, komm, das schaffst du, perfekt. Ist ja leider nicht, weil Gabriel das verschissen hat, indem wir da das gemacht haben. Aber ist ja auch egal. Ja, ist ja auch wirklich komplett egal. Ich will damit nur sagen, dass ich auf der Gamescom bin und dass ich in Köln bin. Und dass auch in diesem Zeitraum Videos kommen werden. Ja, ich werde auf meinem Vlog-Kanal, einen täglichen Vlog hochladen, was in Köln so abgeht. Das wird sehr partylastig und sehr witzig, glaube ich. Und das sage ich nicht nur einfach so, um euch zu motivieren, da vorbeizuschauen. Ich glaube, es wird wirklich ziemlich witzig. Denn ich habe sehr, sehr coole Kumpels dabei. Und, man kann doch schon Freunde, glaube ich, sagen. Ich habe sehr gute Freunde dabei. Unter anderem die Rocksorianer. Die werden diese Woche komplett mit mir verbringen in der Ferienwohnung. Ja, da könnt ihr euch auch auf witzige Dinge gespannt machen. Und Arcadius, Arek, den ihr vielleicht aus Flags kennt oder aus dem Neverwinter-Special auf diesem Kanal, was aber auch schon länger her ist. Wenn ihr euch daran erinnert, der Typ hatte schon immer einen Schaden. Was ist denn das da? Wie gesagt, wenn ihr Bock habt... Was ist das? Ja, ich habe irgendwas eingesammelt. Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Heißt also, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne joinen. Wenn ihr über 18 seid, oder ihr müsst nicht über 18 sein, aber wenn ihr abends mit uns weggehen wollt zum Beispiel, dann könnt ihr das sehr gerne tun, ohne Witz. Das ist kein Ding, habe ich Bock drauf. Sagt einfach Bescheid. Ich bin da ganz offen und ganz spontan. Das ist alles kein Problem. Wir sind eine Woche in Köln, da sind wir nicht nur für uns da, sondern auch für Leute, die Bock haben, was mit uns zu machen. So einfach ist das. Alles klar. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade in-game eigentlich mache. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Hintergrund auf Gameplay haben. Auszeichnung, grob überschlagen. Okay, dafür kriegt man eine Auszeichnung. Interessant. Ja, die Brücke, die habe ich jetzt ein bisschen übersehen. Ja, das ist kein Ding, wir cruisen da so runter. Bam, bam. So. So viel zu Köln. Aber das war es eigentlich noch nicht ganz mit Köln. Wenn ihr über 18 seid, ja, und nach Köln wollt, aber ihr habt noch keine Übernachtungsmöglichkeit, dann könnte ich vielleicht euer Retter sein, denn wir haben noch einen Platz in unserer Ferienwohnung frei. Wir haben eine doppelte Ferienwohnung, sprich wir haben zwei Ferienwohnungen übereinander. Das ist kein Joke, das ist wirklich so. Und wir haben für 7 Leute gebucht. Nur leider ist uns einer abhanden gekommen, der hat jetzt kurzfristig doch nicht wirklich Zeit. Und deswegen müssen wir trotzdem 7 Plätze zahlen, was allerdings bedeutet, wenn wir keinen 7. mehr finden, dann müssen wir halt umsonst einfach noch zahlen. Und deswegen wollen wir den Platz eben füllen. Und deswegen frage ich euch, wenn ihr Bock habt, ja, und noch keinen Platz habt, dann könnt ihr sehr... Was mache ich hier eigentlich? Dann könnt ihr sehr gerne mal die Semi-Rollin oder der Semi-Slidin
Dann könnt ihr sehr gerne sagen, hey, yo, Max, ich hab noch keinen Platz. Wie sieht das aus? Schreibt mich einfach mal an über Facebook, das ist überhaupt kein Problem. Und dann werden wir da vielleicht irgendwas regeln können. So viel dazu. Oh, schon wieder so viel Berge. Wo bin ich hier eigentlich? Oh mein Gott, das ist doch behindert. Guck mal, wie mein Auto aussieht. Das ist kein Auto mehr, das ist einfach nur noch eine Schrottkarre. Ich versuch mal hier seriös rauszukommen jetzt. Nicht gegen den Stein. Oh, guck mal, da steht ein Auto. Kann ich mal bitte hier raus? Nee. Ich nehme mal kurz das Auto hier mit, weil das sieht irgendwie noch ein bisschen ganzer aus als meins. So viel zum Thema Köln. Dann noch eine Sache, und zwar startet ein neues Projekt auf diesem Kanal. Es nennt sich Minecraft Ultra Hardcore. Und diesmal wechseln wir nochmal den Radiosender. So. Diesmal nicht mit Henning und Chris als alleinige Mitspieler, sondern wir haben nochmal drei andere YouTuber dabei, beziehungsweise zwei andere YouTuber. Der eine YouTube-Kanal wird von zwei Leuten geführt. Und diese YouTuber sind, also einer auf jeden Fall davon, ist nicht gerade klein, sprich ihr dürft ihn wahrscheinlich auch kennen. Und da haben wir Teams gemacht. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben Teams gemacht. Und ich spiele nicht mit Henning und Chris zusammen in einem Team. Das finde ich ein bisschen traurig, aber das ist alles machbar. Verstörte Leute, alles klar, Wanderer. Und ich glaube, es ist ganz cool. Also, was wir bis jetzt aufgenommen haben, war ziemlich cool. Ich hatte ziemlich viel Spaß an der Aufnahmesession. Nur leider ist das Problem, wir haben gesagt, lass mal erstmal eine Aufnahmesession aufnehmen. Und dann lass nochmal eine aufnehmen, bevor wir die ersten Parts hochladen. Das war auch gut so. Denn einer der Mitspieler ist ein bisschen verhindert gerade. Und deswegen wäre es jetzt ein bisschen doof gewesen, wenn wir jetzt schon angefangen hätten, Parts hochzuladen. Und deswegen warten wir auf die nächste Aufnahmesession, die jetzt wahrscheinlich bald anfängt, hoffe ich mal. Dann können wir die ersten Parts nämlich veröffentlichen. Und dann geht's richtig los. Da freue ich mich schon mega drauf. Das Projekt wird, glaube ich, ziemlich cool werden noch und ziemlich spannend auch, wenn dann zwei Teams sich battlen, wer als erstes den Ender Dragon besiegt in Ultra Hardcore, hatten wir noch nie, wird, glaube ich, ziemlich cool. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wie es weitergeht, ohne Witz. Das ist echt ein Projekt, das solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Was aber nichts, ich fahre echt wie so ein Rhabarber, ne? Was aber nicht eine Ausrede sein soll dafür, dass kein Tagland mehr kommt. Ja, ich weiß, es kommt gerade wenig Tagland. Klar, kam vor einer Woche die letzte Folge, aber ich habe schon vor einem Monat das letzte Mal aufgenommen oder noch länger her. Ist also echt schon ein krasser Schinken im Alter. Es tut mir leid, ich habe aber leider echt in letzter Zeit sehr wenig Zeit und eigentlich auch echt wenig Lust, Videos aufzunehmen. Ich weiß nicht, woher diese Demotivation kommt. Ich mache jetzt ja YouTube auch schon echt 5 Jahre oder so oder 6. Weiß ich gerade gar nicht, wie lange hier schon bei dem Saftladen dabei bin. Aber ich habe leider echt auch echt voll wenig Zeit. Das ist echt doof. Und ich habe auch wenige Projekte, die mich so richtig flashen. So, Techland ist auch mittlerweile eher so low geworden. Aber da wird nochmal was kommen, keine Frage. Ich gehe nicht einfach so aus dem Projekt, ohne mich zu verabschieden. Das ist ganz klar. Ich bin ja nicht Pizmeat oder so. Oder Gronk. So viel dazu. Und dann gibt es noch zu sagen, nicht mehr viel. Denn das war es eigentlich auch fast schon. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen rum. GTA gab es auch schon lange nicht mehr, ich weiß. Aber das ist immer ein bisschen schwierig, mit den Rauchsregalen ein Aufnahmetermin zu finden. Aber auch generell, ich bin so wenig am Zocken in letzter Zeit. Ich habe die GTA schon so ewig nicht mehr gestartet. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich habe vor, auf Legs mehr wieder zu machen. Es kommt jetzt auch bald ein Video dort, wo ich wandern gehe. Ich gehe jetzt am Wochenende wandern und und da werde ich aufnehmen, da bin ich mit Arik wieder unterwegs, da ist ja schon ein Wandervideo vom letzten Jahr oben mit Arik, das war ja ziemlich witzig und ich glaube, es wird wieder ziemlich cool. Dann kommt eben Köln, dann mache ich dieses Jahr noch ein bisschen Urlaub und so weiter, da wird auch die Kamera dabei sein. Ich hoffe, es wird ganz cool, ich glaube, es wird auf jeden Fall ganz cool und ich freue mich schon drauf, da wieder Videos hochzuladen. Und dann werden wir mal gucken, was die Zeit so bringt, was noch hier online kommen wird. Vielleicht kommen noch irgendwelche neuen Projekte auf MasterLab hier online, man weiß es nicht. Ich bedanke mich jedenfalls jetzt schon alles mal. Ich kann nicht mehr reden, ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals fürs Zuschauen. Ihr könnt euch freuen auf Ultra Hardcore, das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Die erste Aufnahmesession ist ziemlich geil gelaufen, vor allem für mein Team, aber ich möchte noch nicht spoilern. Ich freue mich. Ich bin gespannt auf eure Reaktion, wie ihr es so findet, wenn man, glaube ich, mal mit anderen YouTubern wieder aufnimmt, weil bei mir ist ja schon ewig kein Projekt mehr gewesen mit so richtig neuen YouTubern, weil ich meine, Linus und so kannte der auch schon, die Oceana kennt ihr auch schon ewig und so, ne, also das ist alles ein bisschen alter Schinken bei mir. Ich bin mal gespannt, wie das so ist, wie ihr das so findet.
Jetzt fahre ich hier schon 10 Minuten rum und komme jetzt erstmal in eine Stadt rein. So, weißt du, GTA ist echt ein großes Spiel. Ein sehr großes Spiel. So, gut. Dann bedanke ich mich hiermit vielmals fürs Zuschauen. Ich wollte euch nur einparken. Und das meine ich eigentlich jetzt nicht gerade so, sondern eher so. So. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ihr könnt sehr gerne in der Videobeschreibung nochmal vorbeischauen. Da ist der Link zu Flex, zu meinem Vlog-Kanal, wo dann die Videos kommen werden, die ich jetzt in dieser Zeit frisch drehe, in meinem Gesicht von Köln und dann vom Wandern, wenn ich in Urlaub gehe und so weiter und so fort. Da wird noch vieles kommen. Ich habe da aber auch ein Video schon gedreht. Könnt ihr vorbeischauen und es angucken. Okay, da kommt eine Meldung rein, aber interessiert mich nicht. Dann könnt ihr sehr gerne einfach abonnieren, wenn ihr Bock habt, ja? Weil es werden hier auf diesem Kanal natürlich auch wieder weiter Videos kommen, aber halt eben erst mit der Zeit, dauert alles ein bisschen, zieht sich ein bisschen, denn, naja, die Zeit ist eben ein Hurensohn. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube nicht mehr viel. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin auf der Gamescom dieses Jahr, wenn ihr Bock habt, mich zu treffen, einfach ein bisschen zu quatschen, weil ich habe da auch Bock drauf, dann schreibt mir auf Facebook, facebook.com/madmax. Gesundheit. Mad Max Master Official und dann das Gesundheit. Sag mal, was ist los, ey? Bist du krank? Ich glaube, die ist krank. Ich glaube, wir helfen ihr jetzt. Schnucki. Schnucki Pups. Halt die Fresse. Schnucki Pups. Alles klar. Ich glaube, ihr geht's wieder gut. So, haben wir hier auch ein Messer dabei? Nee, ne? Haben wir nicht dabei. Ich komme mit der Bam, mit der Shotgun und pump euch alle weg und pump euch alle weg und pump euch alle weg. Pumpi, 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 pump. Lalilu, bitte meine Mundschau zu. Da 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 da. Polizei, wo bist du? Ich würde gerne gegen dich fighten. Ich höre jetzt auf mit dem Video. Alles klar. Jungs, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Ja, ich möchte verlassen. Beenden. Verbindung zu GTA wird online unterbrochen.